Hello there. So, Leute, willkommen zu einem weiteren Start-Update. In den letzten Wochen musste mein Geldbeutel ein bisschen bluten. Und ich habe einige Steine bestellt und noch mehr Steine und noch einige mehr. Und das ist noch nicht alles. Hier ist noch mehr und ja, das heißt, wie ihr an diesen Steinen erkennen könnt, die vielleicht ein bisschen gekostet haben, ein ganz klein bisschen, die waren endlich bei Lego verfügbar, können wir am Berg weiterbauen. Ich werde jetzt erstmal weiterbauen, falls ich dann irgendwie was zu sagen habe, melde ich mich dann auch gleich wieder. So, ich habe das jetzt schon mal ein wenig weitergebaut, das war gerade ungefähr hier. Also es ist jetzt noch nicht da so viel dazu gekommen. Ich wollte ganz kurz sagen, dass ich jetzt hier nochmal ähnlich wie hier, nur ein bisschen kleiner, so eine Ebene mache, in der ich dann einfach wieder Gras hinmache, also ein paar grüne Plates und dann wieder von diesen Teilen, von denen hier, damit das jetzt nicht so monoton ist. Die werde ich jetzt hier reinbauen und werde dann versuchen, das wieder mehr oder weniger schön berg einzubauen. So, und ich habe jetzt, wie ihr seht, deutlich einiges geschafft. Der Berg war jetzt das letzte Mal ungefähr hier und es ist jetzt wirklich ein gutes Stück dazu gekommen. Ich habe tatsächlich sogar noch relativ viele Slopes da. Es sind jetzt nicht so viele, ich würde sagen, 50 Stück könnten das schon sein. Das sind wirklich einfach die Füllerstandausgänge. Ihr seht, hier ist auch komplettes Chaos. Tatsächlich ist das wirklich stabiler als gedacht. Ich habe wirklich ab irgendeinem Punkt einfach nur noch 2x4 Bricks irgendwie übereinander gemacht. Aber es ist wirklich gut stabil. Wie gesagt, habe ich dann hier so diese kleine Ebene gemacht, wie ich das da schon gemacht habe. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen kleiner, aber ich finde, das ist auch wieder relativ gut in Berg eingebaut. Ich mag diese Kante hier. Ich weiß nicht, wie ich das hier so finde, dass das ein bisschen reingeht, aber ich finde, das geht schon. Aber auch hier finde ich die Kurve ist relativ gut gelungen. Deutlich besser als es da unten mit den ganzen anderen Steinen war. So, der Berg ist jetzt an dem höchsten Punkt, also ungefähr da 11. I'm dying. Help me. Minifiguren hoch. Das sind etwas mehr als 40 cm. Das ist jetzt schon eine stabile Größe. Dieses Gebäude ist, glaube ich, etwa 30 cm groß. Also wir sind deutlich größer als das höchste Gebäude mit dem Berg, was schon mal sehr, sehr gut ist. So, irgendwann muss hier noch mal eine Burg reinkommen. Ich habe die alte abgebaut, einfach weil ich am Berg jetzt noch nicht weit genug war und die Steine woanders brauchte. Ich hatte damals überlegt, ob ich hier vielleicht ein Verlies für die Burg reinmache. Jetzt will ich vielleicht eine Goldmine oder irgendeine Mine. Aber ich weiß nicht, weil wir ja hier schon diese normale Höhle haben. Da muss ich noch mal schauen. Jetzt muss man als nächstes natürlich der Berg einfach weitergebaut werden. Ich werde mir irgendwann noch mal Fuller Stein bestellen, dann brauche ich auch bald wieder Slopes. Und das soll es aber erstmal mit diesem kleinen Update gewesen sein. Das Video ist jetzt wieder relativ kurz, es hat aber sehr viel Geld und sehr viel Arbeit gekostet. Diese Videos sind einfach, da kann man nicht viel machen, sie sind relativ langweilig, sage ich mal so. Weil es ja eine sehr monotone Arbeit ist. Ich kann euch jetzt auch nicht so viele Zwischenupdates geben, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und dann habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.